Heute geht's auf den Kapellenberg über die Bergkapelle Maria Elend und wir wollen dann über die Ilitschalm wieder runter, da ist nämlich gerade die Narzissenblüte, hoffentlich zumindest, einmal dann sehen. Wir starten da beim großen Würnbach, da ist auf einer Parkplatz, also da könnt ihr direkt herfahren und geht's jetzt eben am Anfang rechts weg Richtung Bergkapelle über dem Kapellenberg und dann über die Ilitschalm wieder runter. Da sollten wir wieder runterkommen. Bei der Christusquelle ankommen, die ist direkt hinter mir. Ein Stückchen weiter rechts ist dann auch schon die Bergkapelle Maria Elend, also das erste Etappenziel haben wir gleich erreicht. Beim Hochgehen bis zur Bergkapelle einfach wichtig darauf achten, dass ihr die Abzweigungen alle findet bzw. seht. Es ist super markiert, also wenn ihr den Markierungen folgt, kann nichts schief gehen, aber es gehen doch einige Forststraßen oder queren einige Forststraßen über den Pfad. Die Christusquelle selbst, der wird der Heilkraft nachgesagt, also wenn man sich damit die Augen auswascht, soll das eine heilende Wirkung haben. Wir nutzen es auf alle Fälle, um Wasser aufzufüllen. Präventiv will ich mein Gesicht einmal waschen, kann nicht schaden. Wir gehen jetzt weiter bis zur Bergkapelle und melden uns dann von dort nochmal. Erstes Etappenziel erreicht, die Bergkapelle Maria Elend, gleich hinter mir. Man kann auch nur bis zur Bergkapelle ganz gut hochgehen. Das ist ja so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Eine nette Wanderung und man hat einen voll schönen Blick von der Bergkapelle. Der Marco wird für euch einmal schwenken ins Rosental runter. Heute ist ein bisschen lusig, aber normalerweise sieht man die Berge nördlich recht schön. Ich habe da eine coole Tafel, wo es angeschrieben ist, was ihr wo seht. Also auf alle Fälle den Ausblick wert. Wir gehen weiter hoch auf den Kapellenberg, also den Berg hinter der Bergkapelle und melden uns dann von oben wieder.
wir sind beim Gipfel am Kapellenberg angekommen, unser zweites Etappenziel erreicht. Wenn ihr den Weg geht und von der Bergkapelle zu dem Kapellenberg hochgehen wollt, dann bitte beachten, das ist echt ein steiler Weg und absolut Trittsicherheit erforderlich. Also wenn ihr nicht so gern steil habt und nicht so trittsicher seid, dann ist der Weg wirklich nicht zu empfehlen. Kann schon ganz schön gefährlich werden. Aber wer quasi sich wohlfühlt auf alpinen Wegen, also wird jetzt einfach als schwarzen Weg deklarieren, der kann da schon hochstapfen. Für alle anderen ist natürlich die Möglichkeit, dass ihr den Weg zum Kapellenberg, also auf den Gipfel, über die Ilschitzalm hochgeht, also quasi den Weg, den wir jetzt runtergehen, einfach hochgehen bis zum Gipfel her und wieder retour. Der Gipfel selbst an sich ist mitten im Wald, also ihr seht eh recht ein kleines Gipfelkreuz, aber total schön auf so einer Waldlichtung gelegen und ihr habt sowohl, wenn ihr über die Ilschitzalm hochgeht, als auch eben über die Bergkapelle und dann über den steilen Pfad hochgeht, immer wieder mal einen schönen Ausblick. Ihr habt das im Video ja eh schon gesehen. Genau, wir werden jetzt unser Gipfeljause, unseren Apfel uns gönnen und dann melden wir uns wieder von der Narzissenwiese, hoffentlich mit Narzissen. So, jetzt ist Apfelpause. Hinter mir schon alles blüht in strahlendem Weiß. Und jetzt werden wir noch Komoot runterspazieren, durch den Ilitschgraben raus, wieder zum Startpunkt. Geschafft. Wir sind wieder beim Ausgangspunkt zurück angekommen. Rechtzeitig, es donnert hinter uns schon, also trocken gelandet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe euch eh schon vorher erzählt, wenn ihr wirklich die Runde geht, wie wir es gegangen sind, dann müsst ihr echt aufpassen zwischen der Bergkapelle Maria Elend und dem Kapellenberg. Das ist wirklich ein steiler, ausgesetzter Pfad. Für jeden anderen, der das nicht unbedingt möchte, ich hoffe, Herz wird wer es nicht unbedingt möchte, einfach direkt den Weg, den wir runtergegangen sind, auf die Ilschitzalm raufgehen zu den Narzissen oder eben auch zum Kapellenberg weiter. Genau, also dann, ciao, ciao!